Jetzt nochmal den Ernst der Lage jetzt. Auch wenn ich heute ein bisschen betrunken bin. Hier passiert so viel. So geil. Tut es. Geht. Ist egal. Camino Francés, Camino Portugués. Bastan ist mein Favorit von Caminos. Bastan, Bayona, Pamplona. Macht es. Ihr werdet es nicht bereuen. Und wenn ihr den gleichen Camino ein, zwei, dreimal lauft, das einfach herrlich. Dann geht ihr nach Altuve de Arriba. Arribas oben, der Ort ist aber ganz unten. Geht zu Susanne in die Herberge. Möglichst am 31. Oktober und dann ist da Fiesta del Castagna, ey. Ihr werdet das nicht vergessen. Camino ist nicht laufen, Stempel sammeln, Santiago Camino ist conocer gente, conocer país, Land und Leute kennenlernen. Und hier Chorizo y queso de Alemania. 2 Tage alt, schmeckt immer noch. Aber ich bin betrunken, habe einfach Hunger. Camino ist immer dasselbe. Du startest und weißt nicht, was auf dich zukommt. Ja, scheiß drauf. Druffi schissen, sagen die Berliner. Ich bin der Sohn meiner Mutter. Ich habe immer Schiss in der Buchse. Klappt es? Kommt es? Geht mein Handgepäck, ja. Geht mein Handgepäck mit durch? Oder machen sie Stress? Finde ich eine Herberge? Ich bin ganz alleine. Keiner mag mich. Kein Kontakt. Jedes Mal dieselbe Leier. Aber, Moment, nochmal neu ansetzen. Nachbarn, lauft. Ey, ma, traut euch. Geht den Camino. Geht irgendein Camino. Ohne Explikation. Ja. Ein Camino es una hostia, es maravilloso, es chulo. Ah, mir fehlen die Worte. Also. Hasta mañana. Lasst uns nicht lange quatschen. Ich melde mich, wenn ich in Town bin. Also, Peace, Love and Harmony.